So, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Metal Scraps. Knarren, Munition, alles da. Wunderbar. Oh, ist das Hammer. Ist das Hammer. Ich habe sogar keinen Platz mehr in dem Schrank. Oh, scheiße. Ja. Kommt jetzt hier rein. Unsortierterweise hier rein. Ich hätte das einfach an. Es ist der Wahnsinn. Hier, Waffenteile. Kann ich nicht stacken, ne? Doch, Waffenteile können wir stacken. Yes, rein damit. So, Brokkoli kommt in den Schrank, genauso wie das Essen. Ey, Wahnsinn. Möhre. Ich würde sie gerne einpflanzen, die Möhre. Das Stein. Wahnsinn. So, Filter. Der Helm. Der Helm. Kein Platz mehr. So, Salz. Oh, ey. Krass. Wahnsinn. Ich habe noch eine Knarre gesehen. Gerade hier. Zack. Heftig. So, das kommt da rein. Das Hartholz kommt hier rein. Die Stickies da mit rein. Mach das mal so rum. Stein, Axt, Brennholz. Brennholz. Steine, Federn, Axt. Axt lasse ich, glaube ich, im Inventar. Steine. Ich hab, wo habe ich denn Federn? Wo sind die denn? Federn. Hier sind Federn. Ich habe im ganzen Spiel 6 Federn gesammelt. 6 Stück. Ach nee, die Axt habe ich ja gefunden. Die packe ich hier rein. Die ist noch frisch. Die ist noch neu. Wunderbar. Noch mit Perwoll gewaschen. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge. Jede Menge geilen Scheiß. So, einen neuen Schrank für ich weiß noch nicht wohin. Stell ich erstmal hier hin. Ist hier noch was drin? Ja, natürlich! Klar! So langsam wird mein Inventar, ne? So langsam füllen sich die Slots. Beziehungsweise die verfügbaren Slots werden zum Glück immer mehr. Komm her, du Schrank. Ah, der will noch nicht. Der klemmt. Hallo? Das ist auch voll. Krass. Hammer. Schön. Eine Kettensäge. Eine Kettensäge. Ich bin mal gespannt, wie ich dadurch die Bäume marodiere mit dem Ding. Da bin ich echt super gespannt. Geil. Ah, Hammer. So, Motor. Am neuen Motor. Geil. Das ist richtig hart. Very bad protection. Very bad, very bad, very bad. Die ganzen Klamotten, ey, das ist alles nur Schrott, ne? Das ist so ein Haufen Schrott, der mir nur das ganze Inventar zuklumpt. Ich könnte bald eigentlich ganze Häuser bauen, wo ich für jedes einzelne Item irgendwie einen Schrank drin habe. Oder nur Schränke drin habe für ein Item. Und das so weitergeht. Das kann ich wirklich bald irgendwann machen. Hammer. Habe ich noch irgendwas, was hier in den Schrank kann? Ja, das Heilmittelzeugs, hier unten. Die da. Boah. Lappen. Guck mal, der Lappenschrank ist bald voll. Ein Eimer. Eimer hatte ich hier hinten reingetan. Da sind die Eimer. Hier sind die Eimer. So, wunderbar. Knarren, Munition. Muni, Muni. Guck mal, ich habe 36 Shotgun-Schuss. Yes. Ist der Hammer. So, Schwarzpulver, beziehungsweise Schießpulver. Kommt hier rein, haben wir auch schon 20. Die Schränke hier machen gar keinen Sound, hört mir gerade auf. Ist mir das nicht schon mal aufgefallen? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nochmal 2 Knarren. So. Und der Stein kommt hier rein. 6,7 Liter haben wir schon wieder. Ach. Jo. Ich glaube, ich brauche noch mal einen Schrank für Tools.
Also für Werkzeuge. Alter Schrank. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein paar von den Dingern. Das ist schon mal sehr gut, ey. Oh, ein Glück. Äste. Blätter. Bretter. Holz. Ich überlege gerade ernsthaft. Ich werde das auch machen. Wir haben hier noch so eine schöne Rückseite. Ich werde da noch Holzaufbewahrung hinpacken. Muss ich gucken, wo die nochmal war. Wo waren die? Hier. 4, 12, 16. Weil ich habe so unfassbar großen Bedarf an Holz. Und brauche halt auch unfassbar viel Platz. Und ich möchte das nicht alles in die Schränke lagern, weil es halt scheiße aussieht. Holz kann man doch in diese Dinger da reinlagern. So, also 8, 24, 32 Nägel. 32 Nägel geht, aber die Bretter wird hart. 8, und die Dinger werden auch hart. 32 Nägel. Split half. Und die Bretter, 24 Bretter. Uah. Hallo, bleib stehen. Haben aber schon ein paar. Habe ich die noch hier drin? Na, geh weg. Ist hier noch was? Ne, ist auch leer. Kann ich ihn auch mitnehmen? Beziehungsweise erstmal hier hinstellen. So, ich speichere gerade noch mal. Denn ich mache jetzt ein paar Bretter. Plop, 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 plop. Nein, geht nicht mehr. Kann ich die jetzt hier schon machen, die Bretter? Nein, ich brauche die Säge. Einmal die Säge. So. Das Schlimme ist, es ist meine Säge, die ist fast kaputt. Ich brauche bald eine neue Säge. 20. 24 brauchen wir, glaube ich, ne? 24 Bretter. Wenn mir nicht alles täuscht. Ah, ist die Säge kaputt. Die Säge ist jetzt kaputt gegangen und hat sämtliche Baumstämme kaputt gemacht. Sehe ich das gerade richtig? Weil ich sie nicht zu Ende machen konnte. Oh, ist das ein Dreck. Das ist echt, das muss gefixt werden. Das kann nicht sein, dass man dann die Rohstoffe verliert, nur weil die Säge kaputt ist. Ich hab den Hammer nicht mit. Oh, Mann. Das geht gar nicht. Also, dass man Sachen nicht. Dass Sachen kaputt gehen, ist okay. Aber dass man dann halt die Sachen verliert, nur weil Monsieur meint, dass man dann, dass das dann weg ist. Ne, das ist nicht gut. Also das finde ich echt nicht gut. Da schimpfe ich auch. Okay, da schimpfe ich auch. So, jetzt ist der Hammer auch im Arsch. Nein, ist er nicht. 12%. Aber ich brauche. Ach so. Hast du schon fertig gebaut? Okay. Hat doch gerade noch ein Brett gefehlt. Ach, was kostet denn so eine olle Säge? Hoppala. Eine Säge, eine Säge, eine Säge. Kann ich die überhaupt selber bauen? Kann ich eine Säge selber bauen? Ich sag mir nicht, dass ich eine Säge nicht selber bauen kann. Bitte nicht. Doch, hier. 6, 2 und ein Brett. Wie soll ich denn ein Brett machen? Ich kann keine Bretter machen, oder? Kann ich irgendwie Bretter machen? Ich kann doch gar keine Bretter mehr machen. Ach doch. 4 davon. Macht das Sinn? Ah. Gut. Boah, das dauert aber ewig. Uiuiuiui. Bitte kein Nebel, 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 danke. Puh, okay. Na gut, na gut, na gut. Wir trinken nochmal, bis es genug ist. So, und wenn ich einmal hier auf der Ecke bin. Einmal. Jo. Rein damit. 3 Tage nur. Boah, das ist so wenig, ey. Da sind
9,2 Liter drin, das hält 3 Tage. Eieieiei. Na. Na komm her. So, hab ja gesagt, ich leg die hier oben drauf. Da kommt man noch an den Koffer. Und kommt dann an die einzelnen Dinger. So, der Rest ist leer. Juhu. Kettensäge. Engine Start. Der scheiß Blaupause von der Garage im Weg. Boah. Ist ja geil. Die Kettensäge ist der Wahnsinn. Die Kettensäge ist der absolute Wahnsinn. Hammer. Ey, Hammer. Die Blaupause von der scheiß Garage bis hierher geht. Aha! Das Spiel hat gerade so eine komplette 100-Grad-Wende gemacht bei mir im Kopf. So, von wegen, du hast jetzt eine. Du hast eine Kettensäge. Du hast tonnenweise Munition gefunden. Du hast Schränke ohne Ende. Bin gerade tierisch happy. Also nicht, dass das Spiel mich vorher nicht schon, also dass es mir nicht vorher schon Spaß gemacht hätte, aber jetzt. Kettensäge. Ho. Geil. Das ist echt der Hammer. Wie viele brauche ich noch? Hä? Oh scheiße, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht, okay. Mhm. Hammerhart. So, wir machen noch ein paar Bretter. Kann nicht mehr viele machen. Hallo? Craft yourself. Und es wird dunkel. Was haben wir denn eigentlich? 22.17, okay. Weiß Bescheid. Einmal fertig bauen, bitte. Dankeschön. Habe ich noch ein Brett übrig? Hab noch eins übrig. Ich glaube, mit einem Brett kann ich noch eine Säge bauen, ne? War das nicht so? Jo, 6 und 2. Entschuldigung, dass ihr gerade nichts seht. Beziehungsweise nur wenig. Aber das ist jetzt nun mal so. So. Eine neue Säge. Eine neue Säge. Säge, Säge, Säge. Scheiße, ich hab's genau verkehrt rum mitgenommen. Wo ist das? So, Split 1, Split 1. Rein damit. Hier brauchen wir noch 4 Stück. So. Wisst ihr was? Ich lege mich gerade hin und mache das tagsüber. Dann seht ihr wenigstens wieder was ich mache. 19 Uhr. 12 Stunden schlafen. Hammer! Ja, jetzt habe ich Hunger und Durst und deswegen heile ich nicht mehr. Okay. Na gut. 40% hier essen. Kann man den Brokkoli einpflanzen, ist jetzt die große Preisfrage. Man kann ihn essen und kann ihn fallen lassen. Möhre, essen und fallen lassen. Schade, ich dachte, man kann die einpflanzen. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Doof. Das ist wirklich doof, warum kann man die nicht einpflanzen? Ach, ich möchte nichts lieber als das Einpflanzen, das Zeug. Ja, ich könnte die Dosen trinken, das weiß ich. Ich könnte die Dosen gerade trinken, aber ich benutze jetzt gerade mein Wasser. Weil ich die Hoffnung habe, dass... Ja, keine Ahnung, warum ich das mache. Ich kann es euch nicht mal sagen. So, Säge. Hier. Plopp. Eine Säge, 45 Minuten. Kann ich jemanden zuweisen? Theoretisch. So, okay. Wir haben eine neue Säge. Kann man die eigentlich auch ins Inventar? Nein.
Okay, ja gut. Das war erfolgreich heute. Das war richtig, richtig erfolgreich. Ich würde noch einen Schrank mit reinnehmen. Da hinten in die Ecke. Komm her, du Schrank. So, den nur noch da reinkriegen. Hahaha, perfekt. So, hier einmal in die Ecke. So. Noch nicht ganz. So. Jedes Stück über. Egal. Werkzeuge kommen hier rein. Machete, Hammer, geile Kettensäge. Was ist da? Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Ah, schön, 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 schön. Ich habe sogar noch eine Dose im Inventar, sehe ich gerade. Was sind das? Eine Cola! Eine uralte Cola wahrscheinlich. Die schmeckt bestimmt schon ranzig. Wupf. So, das kommt noch hier rein. Der Helm kommt noch hier rein. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, was da noch rein muss. Ja, Nähset. Ich brauche dringend einen Nähset. Beziehungsweise noch drei. Eigentlich brauche ich sie gerade nicht mehr. Ich brauche gerade keine Nähsets mehr, ne? Weil der Überlebende draußen, dem geht's ja wieder gut. Dem geht's ja wieder gut. Aber wir müssen trotzdem in die Mine, weil sie ja die Aufgabe für uns hatte. So von wegen, wir brauchen zweimal Kupfer. Zwei Kupferbarren. Damit ich diesen Aufzug wieder in Gang bringen kann. Ich habe da noch so eine Idee. Ich würde das gerne noch ausprobieren. So als letzten Akt sozusagen. So, ich habe alles einsortiert. Ups. Der Hund liegt hier beim Fleisch. Macht er richtig. Kann er einmal richtig abfleischen. Hast du eigentlich mal Hunger? Feed Leo. Ich habe aber nichts zu essen. Oh, voll süß. Wir machen das mal nicht hier am Drying Rack. Komm mal mit. Komm hier. Komm hier, Leo. Komm, Leo. Komm. Komm, Leo. Guck mal. Oh, ist das nicht süß. Oh, ist das nicht süß. Ich mag zwar Hunde nicht, aber das sieht so geil aus, wie er den Hund füttert. Es ist schön. Das haben sie echt schön gemacht. Das gefällt mir wohl gut. Spitzhacke. Spitzhacke nicht vergessen. Und dann gehe ich nochmal fix in die Mine. In der Hoffnung, dass der Berserker nicht gerespawnt hat. So, nochmal speichern. So, wir fahren nochmal zur Mine. Einmal hier hinten die Abkürzung nehmen, dann bin ich auch gleich da. Alles mit der Kettensäge ist das echt geil. Die Kettensäge ist echt der Hammer. Das ist ein richtiger Gamechanger. Brauche ich nicht die ganze Zeit auf diese blöden Bäume einzukloppen und mir das Stamina runterledern. Das ist echt ein Gamechanger. Das ist Hammer. Nee, ich runterfallen. Diese blöde Karre, ne? Na, komm, komm. Ich hänge schon wieder hier so doof. Och Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Ich komme hier runter. Auch nur einen Moment. Ja, das hast du. Ich werde nicht sterben, das Auto wird sterben. Ja, gucke. Fährt doch wieder. Ich müsste mir da... Boah, ich könnte mir doch... Oh. Komm schon, ja. Oh, geil. Ich habe eine Idee, was ich mir mache, damit ich hier hinten nicht immer so Probleme habe. Ich baue mir eine Rampe hier hin. So eine Rampe, wo das Auto einfach hoch und runter fahren kann. Ich muss ja nur die Rampe finden. Aber das werde ich machen. Das ist die geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee, weil dann muss ich nicht jedes Mal hier hoch und runter und gucken. Und das wird auch nochmal richtig geil. Das werde ich machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bauen wir da eine Rampe hin.
dass ich da hoch und runter fahren kann. Das wird geil. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber wenn es funktioniert, wird's geil. Das machen wir. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich richtig Bock drauf.